Wir kommen jetzt in die finale Phase eines Experiments der Notenbanken und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Als die Finanzkrise kam, hat man mit ultralaxer Geldpolitik, mit Zinssenkungen plus sogar Negativzinsen seitens der Notenbanken versucht, diese Krise in den Griff zu bekommen. Schien eine Zeit lang auch ganz gut zu funktionieren, aber jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo die Wirtschaft dennoch wohl Probleme hat, in eine Rezession rutscht. Und das hat Paul gestern nochmal wiederholt. Man ist scheinbar nicht bereit, eben auch mal eine Rezession zuzulassen. Aber Rezessionen gehören nun mal zum Wirtschaftszyklus dazu. Das ist so, als würde ein Mensch sagen, ich will unbedingt verhindern, jemals eine Erkältung zu bekommen. Aber es ist eben normal, dass man eine Erkältung bekommt und dann gesundet man wieder. Und so gehört eben eine Rezession auch dazu, damit man später dann wieder richtig wachsen kann. Genau das wollen die Notenbanken nicht zulassen. Man pumpt also den Patienten ständig mit irgendwelchen Opioiden zu, statt den Körper sich ein bisschen selbst regulieren zu lassen. Und das führt zu Verzerrungen, weil eben Fehlallokationen von Kapital passieren. Wenn der Zins vernichtet wird, dann fließt Geld in Bereiche, die nicht produktiv sind. Dann können Firmen überleben, die nicht produktiv sind, etc. etc. Dementsprechend werden wir noch lange die Altlasten dieser Politik tragen müssen. Und die Fed hat jetzt praktisch klar gemacht, der Zinssenkungszyklus hat begonnen. Da haben gestern bei den Dotplots 8 Mitglieder der Fed sind von Zinssenkungen ausgegangen. Also in ihren Zinserwartungen, 7 davon sogar von 2 Zinssenkungen noch in 2019. Und das ist der Grund, warum die Märkte heute so reagieren, wie sie eben reagieren. Aktienmärkte nach oben, Dollar nach unten, Staatsanleihen nach unten, 10-jährige Staatsanleihe wieder unter 2%, Gold nach oben. Wir sehen auch einige andere Phänomene, die extrem sind. Jedenfalls war die Fed ja die einzige der großen Notenbanken, die erst nochmal hingekriegt hat, die Zinsen anzuheben, und diesen Versuch, dieses Experiment muss sie jetzt abblasen. Wir sind also auf dem Weg zu immer laxerer Geldpolitik, um einfach diesen Schmerz nicht eingehen zu müssen, dass ja vielleicht mal eine Rezession kommen kann. Schauen wir uns mal zunächst mal historisch an, was da passiert ist. Wir hatten schon mal 1995 eine Zinssenkung, als der Aktienmarkt auf Allzeithoch war damals. Damals sogar im Jahr 1995 passierte diese Zinssenkung, als der S&P 500 schon 20% in diesem Jahr gestiegen war. Und wir haben die Situation, dass wir sogar auch 1989 eine Zinssenkung hatten. Da waren wir nur 1% vom Allzeithoch. 2007 und 2001 gab es auch Zinssenkungen. Da waren die Aktienmärkte nur 6 respektive 7% von ihren Allzeithochs entfernt. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass eine Notenbank praktisch auf Allzeithoch von Aktienkursen, und wir haben heute wieder natürlich ein neues Allzeithoch erreicht bei den Aktienmärkten in den USA. Was passiert natürlich mit dieser Zinssenkungspolitik? Da werden natürlich Vermögenspreise weiter nach oben gepimpt, aber die Frage ist, wie sind diese Vermögenspreise dann noch mit der Realität verbunden? Das ist die große Frage. Und die Realität, die schaut so aus, das wollen wir uns mal anschauen. Wir haben hier jetzt die Negative Yielding Bonds auf einem neuen Allzeithoch, 12,8 Billionen Dollar, die an Anleihen von Staaten emittiert wurden, rentieren negativ. Wir haben in Sachen Geldmarkt das Phänomen, dass wir, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, ich wollte den für Libor zeigen, mal gucken, ob er ist. Da ist er. Manchmal muss man da ein bisschen den Finger anlegen und schon klappt es. Das ist der dreimonatige US-Dollar-Libor-Rate. Libor ist ja der Interbankensatz, zu dem sich Banken, Londoner Banken, also damit die maßgeblichen in Europa, Geld leihen. Und wir haben heute den größten Fall des Libor-Satzes. Also die Preise für diese Leihen sind so stark gefallen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und wir haben insgesamt eine Situation, die immer radikaler wird. Wir haben die Situation, dass wir jetzt zum Beispiel in den USA das höchste jemals erreichte Schuldenniveau haben im Vergleich zum BIP des Landes. Und das wird jetzt nicht weniger. Steve Mnuchin hat gestern schon verkündet, dass man diese Schuldenobergrenze für ein Jahr mal wieder kassieren wird. Also geht dieser Chart schön weiter nach oben. Einer der bullischeren Charts, die man sehen kann. Wir haben, das wollte ich nicht zeigen, die Situation, dass jetzt eben in Sachen Verschuldung, hier sehen wir eben praktisch die Verschuldung im Prozent zum BIP,
in den USA, die geht immer weiter nach oben. Hier dieser kleine Versuch, mal die Zinsen anzuheben, der ist gescheitert. Jetzt ist die Situation wieder so, dass wir einfach noch extremer, noch verschuldeter werden. Die Unternehmen sind schon verschuldet, so extrem wie noch nie zum BIP. Das ist sozusagen die Grundkonstante, die wir derzeit haben. Was haben wir noch? Ich wollte Ihnen noch zeigen, hier die Wahrscheinlichkeiten, die die Märkte einpreisen, dass wir Zinssenkungen in 2019 sehen, bei der Fed bis Dezember 2019 100%, auch bei der australischen Notenbank, bei der Eurozone respektive der EZB, bei Japan etc., also alles tendiert in Richtung 100%. Wir werden Zinssenkungen sehen, hurra! Damit wird natürlich alles besser, es wird sozusagen wieder einmal das Problem zugeschüttet, statt das Problem zu lösen. Das ist doch die Krux an der Geschichte. Schauen wir uns die Aktienmärkte mal kurz an, und diese Grafik ist vielleicht interessant für die Bullen. Hier ist ein Vergleich des Dow Jones seit dem Jahr 1920, wie er sich entwickelt hat nach der ersten Zinssenkung durch die Fed. Und hier sehen wir sehr, sehr positiv, wenn keine Rezession eingetreten ist, aber selbst positiv dann, wenn eine Rezession eingetreten ist. Also egal, Hauptsache Zinssenkung, ob da eine Rezession kommt oder nicht, das spielt zwar in der Performance einen Unterschied, aber positiv ist sie immer, weil eben die Vermögenspreise nach oben gehen. Das ist doch eine unglaublich befriedigende Nachricht. Jetzt schauen wir uns die Charts an, wie sie sich heute darstellen. Wir starten mit dem S&P 500, der jetzt wieder ein bisschen Druck kriegt, nachdem wir eben ein neues Allzeithoch gemacht haben. Jetzt geht es ein bisschen runter. Man hat das Gefühl, das war, als Donald Trump diesen sehr, sehr kurzen Tweet in Sachen Iran abgesetzt hat, als er gesagt hat, der Iran hat einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Seitdem ist so ein bisschen Intraday der Wurm drin heute. Wir haben jetzt auch den Dow Jones etwas defensiver. Der Nasdaq kommt auch ein bisschen unter Druck, hält sich aber besser. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der war heute nicht ganz so gut gelaunt wie die Amerikaner. Wir sind jetzt bei 12.339, nachdem wir schon deutlich über der 12.400er Marke war. Was machte der Euro? Der kann jetzt wieder ein bisschen zulegen. Wir haben insgesamt natürlich Dollarschwäche auf breitester Front. Denn es ist klar, damit ist jetzt die Fantasie so ein Stück weit aus dem Dollar raus. Es war ja der Dollar, die einzige große Währung, wo es noch Zinsen gab, wo man mit Staatsanleihen Zinsen erzielen konnte etc. Jetzt sehen wir, dass also der Dollar vielleicht ein Problem kriegen wird. Deswegen, weil der Dollar ein Problem kriegt, sehen wir jetzt, dass Gold fast ein neues Intraday-Hoch macht bei 1390. Und wir sehen den Ölpreis, der heute durch die Decke schießt, über der 57er-Marke. Erstens Dollarschwäche, zweitens, weil Sid Donald jetzt einen sehr, sehr kurzen, auffallend kurzen Tweet abgesetzt hat. Das ist ein Indikator dafür, dass es vielleicht ein bisschen ernster wird, dass die Amerikaner hier möglicherweise agieren werden. Ein Flugzeugträger ist schon unterwegs zu der Absturzstelle der Drohne, die der Iran abgeschossen hat. Der Iran sagt, das war auf unserem Territorium, deswegen haben wir das gemacht. Die Amerikaner sagen, nein, das war nicht auf iranischem Territorium, wie auch immer. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls ist dieses Experiment der Notenbanken jetzt in einer entscheidenden Phase. Das ist die finale Phase. Das Scheitern der Politik ist, der Notenbankpolitik ist eigentlich schon offenkundig, aber man versucht jetzt mit derselben Medizin nochmal dagegen zu halten. Hauptsache, der Patient bekommt keine Erkältung. Ob das wirklich sinnvoll ist oder ob unsere Kinder und Enkel dafür noch bezahlen werden müssen, das halte ich für wahrscheinlich. Ich wünsche dennoch einen wunderschönen Feierabend. Und viele von Ihnen feiern ja frohe Leichnam. Die mussten heute gar nicht arbeiten. Die stehen wahrscheinlich gerade jetzt erst auf, wenn sie das Video sehen. Bis dann erstmal und ciao.